Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute möchte ich euch einen kleinen, wirklich fantastischen Fotorucksack von Taschef zeigen. Das ist im Moment sowas wie mein Drehen-Geh-Daypack. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, ob du ein interessierter Hobbyfotograf bist. Mich würde nämlich mal insgesamt interessieren, wie viele Outdoorer eigentlich so draußen Fotos machen, wenn sie wandern gehen. Ja, der Taschef Focus 30 ist sozusagen mein kleiner neuer Drehgehen-Daypack. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel wie jetzt gerade nur mit Hängematte, eine Wasserflasche, ein bisschen was zu essen und so einen Tag rausgehen möchte, 4, 5, 6 Stunden oder so, ja, dann nehme ich den mit, weil der hat oben nochmal ein ordentliches Volumen für so ein Fotorucksack, wie ich finde, und unten eine schöne Aufteilung, eine insgesamt sehr gute Qualität und lässt sich angenehm tragen. Also so ziemlich genau das, was ich irgendwie immer haben wollte. Und wie ich dann auch noch mal überlege, ob ich damit nicht auch Sommertouren anfange, darüber reden wir ganz am Ende vom Video noch mal. Aber jetzt möchte ich mit euch erstmal kurz durchgehen, was der Rucksack denn so überhaupt für Features, wie man neudeutsch sagt, bietet. Fangen wir hier unten mal im Bodenfach an. Ja, wir haben hier erstmal so eine kleine Klappe, die mit einem schönen kleinen Clip hier vorne ist. Da packe ich dann zum Beispiel hier gerne eine Jacke drunter oder sowas in der Richtung. Ja, man könnte jetzt auch eine sehr dünne Isomattenrolle hier drunter kriegen. Ja, eine große halt nicht, aber vielleicht zum Beispiel auch noch ein Sitzkissen oder sowas wäre auch ab und zu absolut möglich. Dann machen wir mal auf und dann kommen hier so ein dreiteiliges System zum Vorschein. Ja, hier vorne haben wir eine ganz kleine Tasche, hier ist ein mitgeliefertes Raincover drin. Das, ja, kann man halt auch wegpacken und vielleicht einen kleinen Poncho benutzen oder eine kleine Regenjacke, wenn man das möchte, die auch noch über den Rucksack rüberpassen würde. Ich habe noch keinen so kleinen Poncho, aber ich gucke da mal, ob ich da vielleicht irgendwas finde, weil das finde ich dann noch besser, wenn man dann gleich sozusagen seinen Regenponcho auch mit hat. Ja, dann braucht man ja sowieso keinen Raincover speziell nochmal. Die Mitteltasche geht nicht komplett auf, ja, das ist so eine kleine Organisationstasche, hier ist alles mögliche drin von mir, ja, ein kleines Ladegerät, ein extra Akku, Batterien und, ja, hier gehen Stifte rein, hier ist ein ganz kleines Fach für so SD-Karten und solche Geschichten, also ganz praktische kleine Organisation. Das Herzstück vom Unterteil ist aber natürlich das Kamerafach, ja, und da sehen wir schon, da kommt so das Standardmäßige halt irgendwie hervor, ne, eine große geschützte, auch an den Seiten geschützte. Der Bodenbereich ist auch ordentlich dick. Tasche mit ganz vielen Klettstreifen überall und solchen kleinen verschiebbaren Wänden, die man halt hier abmachen kann. Ne? Kann man sich ein bisschen einstellen, wie man das haben möchte. Hier ist so voreingestellt sozusagen für eine DSLR, wie ich sie auch habe. Ja? Hier so ein langes Fach, hier ein unterteiltes Fach und hier nochmal zwei Fächer. Aber wie gesagt, das kann man absolut aufteilen, wenn man Bock hat. Auch unten am Boden aufteilen, da sind auch nochmal mehrere Klettverschlüsse drin und alles Mögliche. Also das funktioniert super, ist aber in dem Sinne auch nichts Besonderes, weil das hat ja jede Kameratasche oder sollte jede Kameratasche ja sowieso haben. Über dem ganzen Hauptunterteil finden wir jetzt hier noch oben aufgesetzte Falltaschen, ja, die von beiden Seiten zugänglich sind. Das sind zwei große flache Taschen. Ja, hier ist zum Beispiel noch was Kleines zu essen drin. Hier drunter habe ich ein Kartenspiel. Aber es passt doch absolut hier ein Tarp rein, also größer als meine Faust und es geht bis ganz hier zum Schluss rüber. Also massig viel Platz. Kommt natürlich darauf an, wie voll man auch das Hauptfach macht, weil ansonsten beult das ja schon raus und dann wird hier natürlich ein bisschen Platz drin weggenommen. Das muss man aber halt gucken. Ne? Aber ich denke, für ein Tarp wird die linke Tasche gut sein und für was zu essen dann die rechte am besten. Außen dran am Rucksack haben wir so klassische, ja, Falltaschen im Prinzip, die zum Auffangen zum Beispiel von einer Flasche oder so geeignet sind. Und hier ein kleines nettes Feature, das ist so eine Ausklapplasche. Da kann man sein Stativ dann hier auf die ganze Länge reinklappen und hier unten dann reinstellen. Das finde ich ganz praktisch, habe ich aber noch nie benutzt, weil ich nicht mehr mit so einem großen Stativ rausgehe. Und wir haben hier auch noch einen Clip drin und den haben wir auf der anderen Seite auch. Und wenn man will, kann man jetzt sozusagen hier vorne zum Beispiel noch was befestigen oder wenn man es ganz lang macht, dann hier oben drauf nochmal eine kleine, ja, ich überlege, ob ich da eine Deckenwurst sozusagen drüber schnall oder so, muss ich mal gucken, aber im Moment brauche ich ja sowieso keine Decke, ist völlig warm genug und deshalb ein kleines nettes Feature, das ich bis jetzt aber noch nicht benutzt habe.
Aber ich freue mich schon drauf, weil das stelle ich mir sehr nützlich vor. Ganz oben am Griff, der ordentlich vernäht ist zum Tragen, ja, haben wir hier nochmal eine kleine Tasche mit einem Schlüsselkarabiner drin, ja, wo man seine Schlüssel oder eine Taschenlampe oder was weiß ich dran machen kann. Hier habe ich jetzt gerade zum Beispiel einen kleinen Wanderpass oben. Ja. Das ist so eine kleine Flachtasche, die so in das Innenleben des Rucksacks reinreicht. Eigentlich ganz praktisch. Dann kommen wir zum großen Hauptfach sozusagen. Ja, ihr seht schon, das ist nicht so riesig. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen und dann ist auch mal Schluss. Aber es passt halt zum Beispiel eine Hängematte mit rein, dann noch was zu essen, dann meine Wasserflasche. Ein kleiner Down-Schlafsack passt auch noch rein, mein Sommerschlafsack zum Beispiel. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich das Ding auch demnächst mal für Touren benutze, wenn ich mal wieder Zeit habe mit dem Kleinen. Und im großen Fach finden wir vorne auch noch eine kleine aufgesetzte Tasche. Ja, da kann man dann Socken reintun oder Kleinigkeiten, die nicht herumfliegen sollen und ähnliches. Ganz hinten drin im Rucksack ist so ein Klett. Hier kann man dann auch noch was reintun. Hier ist auch die Rückenplatte. Ist so eine ganz leichte, flexible Rückenplatte. Ja, nichts Besonderes. Aber man könnte hier vielleicht, wenn man will, auch noch eine Trinkflasche reintun. Trinkblase meine ich. Aber ich glaube, dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Das Tragesystem vom Rucksack ist, ich würde mal sagen, auf bis maximal 10 Kilo ausgelegt. Ja, es gibt keinen Hüftgurt oder sowas. Ja, einfach nur Schulterriemen mit einem kleinen Brustgurt noch oben dran. Hier sind noch D-Ringe. Die Schultertrageriemen sind gut gepolstert, muss ich sagen, also sehr angenehm. Und auch diese drei Rückenpartien hier, die sind sehr angenehm gepolstert. Das Ganze trägt sich ein bisschen wie so ein alter Lederschulranzen, ja, sehr gerade auf dem Rücken, sehr angenehm auf der oberen Rückenpartie. Also ich finde das Tragegefühl klasse. 8 Kilo auf Dauer finde ich ein bisschen anstrengend. Ich versuche immer so bei 6 Kilo zu bleiben, je nachdem, wie es am besten funktioniert. Den Rucksack selbst gibt es übrigens in drei Farben. Einmal so mit Schwarz-Blau, dann nochmal den Camouflage und dann, glaube ich, nochmal in Grau-Blau. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Die ganzen Materialien sind Cordura und zwar gutes, ordentliches Cordura, wie ich es von Taschef eigentlich kenne. Der ganze Rucksack wird sehr stabil, extrem gut vernäht. Aber das kenne ich schon von Taschef. Ich bin ja ein kleiner Taschef-Fanboy, auch wenn sie mir noch nie was zur Verfügung gestellt haben oder sonst irgendwas. Also das ist alles hier selbst gekauft und meine eigene Meinung. Die Schnallen gehen immer richtig schön, sind gute Qualität, also alles in allem einfach ein Top-Rucksack. Für, ich glaube, 115 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, 115 Euro sind natürlich auch schon mal eine Stange Geld. Es gibt auch deutlich günstige Rucksäcke, ja, für Fotografie und für Film, muss man dazu einfach sagen, ja, die auch sehr robust sind. Aber dieses Gesamtpaket an verschiedenen Taschen, diese Qualität und dass dann oben nochmal ein aufgesetzter Bereich ist, den man auch nochmal ordentlich für kleine Wandertouren und so benutzen kann, der macht das Ganze schon deutlich besser, muss ich sagen. Was natürlich nicht ganz immer so vorteilhaft ist für Schnellexperten sozusagen, die gerne ganz schnell an ihre Kamera rankommen wollen. Und dann hat man hier so eine Tasche, wo man eine Jacke vorspannt, ist dann natürlich so eine Sache. Wenn man dann in den Bereich kommt, in dem man filmen möchte, dann sollte man sie schon vorher rausholen, weil es auf jeden Fall kein Rucksack ist, der für mal eben so schnell ran und dann sofort fotografieren können ist. Ja, was habe ich jetzt auf Dauer mit dem Rucksack vor, wenn ich mal wieder im Sommer bzw. milden Herbsttemperaturen endlich wieder eine Tour machen kann, also mehr als eine Nacht draußen schlafen kann mit meinem Hund, dann will ich den irgendwann dafür benutzen können. Dafür brauche ich aber ein paar Sachen. Hier unten zum Beispiel werde ich mir Strap-ons, Clips, ja, ranmachen, damit ich eine große Isomatte, zum Beispiel die Ridge Rest ranmachen kann, ja, damit die außen dran ist, damit drin kein Platz weggenommen wird. Und dann hat man hier unten nochmal so ein Paket runter. Ich überlege, ob ich diese Faltmatte dafür nochmal kaufe. Also diese Eva Zote Faltmatte, auch von Thermarest. Mal gucken, erstmal benutze ich dann wahrscheinlich die Thermarest Ridge Rest, ja. Der bin ich auch sehr zufrieden und die ist ja mega robust, dann kann man den Rucksack auch mal so draufstellen. Und wenn es dann sowieso außen dran ist mit so einem Schnellclip-System oder so, dann ist das auch mega praktisch, ja. Vorne drauf möchte ich dann ein Tarp haben, ja, am besten ein schön großes und leichtes und auch noch kompaktes Tarp. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert, dass ich das hier gut reinkriege. Meine jetzigen Tarps sind eigentlich alle entweder zu klein, um den Bereich abzudecken, den ich dann mit einer Hängematte abdecken möchte,
oder zu groß, um hier reinzupassen. Ich muss mal gucken, was ich da Gutes finde. Aber da geht bestimmt wieder ein bisschen Geld ins Land. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das am besten löse. Ins Hauptfach möchte ich dann einen Schlafsack reintun. Da habe ich einen Kunstfaserschlafsack im Blick. Aber natürlich habe ich auch im Moment noch den Down-Schlafsack, der da funktioniert. Dann noch die Hängematte. Ja, und dann habe ich ja im Prinzip auch schon ein Schlafsetup fertig. Ja. Das Tarp wäre auch noch natürlich gut, wenn es ein kombinierbares Tarp wäre. Das heißt, es ist auch noch ein Regenponcho. Ja, ich weiß, ich will viel auf einmal. Aber so ist das halt, ne? Ja, dann kommt nur noch ein bisschen zu essen in der kleinen Extratasche, die ich hier mit einem Molle-System oder so mache. Und dann nehme ich vielleicht noch eine Decke mit, die ich hier dann so drüber als kleine Wurst, wie man das von den Pfadfindern noch kennt, drüber spanne. Von den Pfadfindern kenne ich das zum Beispiel noch so, dass man dann in diese Deckenwurst sozusagen, die hier oben rüberkommt, Klamotten oder sowas einwickelt, ja, mit einarbeitet, damit die nicht im Rucksack Platz wegnehmen. Dann kommt in den Rucksack noch die kleine Trinkblase, Essen, wie gesagt, in einem kleinen Extra-Pouch hier außen dran. Und ja, dann will ich insgesamt so bei höchstens 8 Kilo ankommen mit Trinken und Essen. Das ist natürlich eine kleine Herausforderung, die wahrscheinlich eher im Sommer geht. Vielleicht, je nachdem wie viel Geld ich natürlich für den Schlafsack in die Hand nehme, auch noch funktionieren könnte im milden Winter, im milden Herbst- und Frühlingsbereich. Aber da gucken wir mal, ja. Wenn ich alle Ausgaben, die ich bis jetzt so geplant habe, um dieses Wandersetup, was ich haben möchte, sozusagen herzurichten, dann muss ich nochmal ungefähr über 700 Euro in die Hand nehmen, sind das insgesamt. Das ist natürlich massig viel. Ich gucke erstmal, dass ich das für Sommer so einfach hinkriege. Ja. Dann spare ich mir schon mal 300 Euro für den Schlafsack. Mit dem Poncho, ob ich den hier vorne irgendwo hinkriege und. Das sind alles kleine Überlegungen. Aber auf jeden Fall, der Chef Focus 30, top Rucksack, geiles Ding, ja, für mich zum Drehen und für alle Fotografie- und Filminteressierten auf jeden Fall, würde ich sagen, der Chef gewohnt gute Qualität und ich bin einfach begeistert, das ist mein neuer Daypack für Drehen gehen. Ja, das war meine kleine Review, Überblick, Zeigen von diesem Taschef Focus, nennt es wie ihr es wollt. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konntest etwas mitnehmen. Und wenn es dir denn gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.